Der! Let's plunder! Alles klar, riskieren wir das. Ah, da sind zwei, aber sie schauen in die richtige, schrägstrich falsche Richtung. Sprach er und wurde prompt entdeckt. Ah, und natürlich alarmieren die auch fröhlich in die Runde. Ist mir aber egal. Na gut, so viel zum Thema unten durchschleichen. Unten durch ja, schleichen nein. Ist dieser blaue Pfeil da unten, wo meine Zielperson? Ich glaube schon. Aber jetzt kletter ich eben einmal schnell aufs Dach. Und synchronisiere mich einmal. Dann habe ich das nämlich auch gleich abgefrühstückt hier. Nein, ich wollte mich eigentlich hängen lassen. Aber gut, synchronisiere dich gerne nochmal. Schadet ja nix. So, hängen. Wieso kann ich mich jetzt mehrfach synchronisieren? Was soll das denn? Ich will mich da runterhängen. Warum ist das die gleiche Taste? Ah! Und warum lässt du dich komplett fallen und nicht zum Beispiel so nur eine Etage? Das wäre voll super. So, drehen wir echt schon mal. So, laut meinem Radar ist er irgendwie direkt hier hinter. Aber da sind wir wieder bei meinem altbekannten Problem, mein Erzfeind, das Tür. Ja, komm mal ran. Dann komm halt nicht ran. Der ist doch hier der Typ da hinten. In seinem blöden Gartenhäuschen da. Nein, du solltest eigentlich so einen Rennangriff von hinten, genau sowas solltest du machen. Bei der Gelegenheit eigentlich nicht irgendwo draufklettern. Du solltest auch nicht auf diese Truhe springen. Du solltest einfach nur einen Schritt in die Richtung machen. Teilweise sind Tasten hier ungünstig doppelt belegt. Okay, da ist auch wieder so eine Glocke, die sollten wir vielleicht irgendwie ausschalten. Ja, da vorne, das ist er.
Dann macht er jetzt nichts. Na komm, du kannst ja wohl auf irgendwen schießen. Was ist denn da los? Na gut, so habe ich wenigstens die Wache auf dem Dach ausgeschaltet, dann kann er mir nicht mehr verraten. So, schauen wir mal. Wieder so ein Fall von ich konnte nicht widerstehen, auch wenn das riskant war. Ich hoffe, jetzt sollte ich darauf achten, dass der Scharfschütze da oben mich nicht, dass ich da nicht in sein Blickfeld komme. Oh, der Typ dürfte da natürlich auch gleich die Leiche sehen. Interloper, raise the alarm! No! No! Immerhin. The alarm has not been raised. Ja, warten wir mal, bis der wieder wegschaut. So, wer hat mich da jetzt gesehen? Ist da noch eine Wache da oben irgendwo drauf? Auf meinem Radar wird mir niemand angezeigt, der jetzt in meine Richtung guckt. Das ist natürlich doof, wenn ich hier nichts sehen kann. War der Typ das? So. So viel. Immerhin. Oh, stop it, you. Bisschen doof, dass beim Adlerauge das Radar ausgeschaltet wird. Was hängst du über mir wie eine lüsterne Krähe? Willst du mich leiden sehen? Du hast selbst nicht so wenig Leid verursacht, Meister Prinz. Vergeltung, schätze ich. Ihr törichtes Lumpenpack und eure prätentiöse Philosophie. Ihr lebt in der Welt, aber ihr lenkt sie nicht. Du missverstehst mein Motiv, alter Mann. Ich bin nur auf das Geld aus. So wie ich, Junge. So wie ich. Bitte sag mir, dass jetzt nicht noch so eine Sequenz da wieder im... Achtung, Kenway! Ich hab deinen Mann! Ich erkenne dich. Der Templer aus Havanna. Ich bin kein Templermann. Das war nur Täuschung. Wir sind hier, um dich aus der Sklaverei zu retten. Mich retten? Ich arbeite für Mr. Prinz. Dann ist er ein erbärmlicher Master. Er hatte vor, dich an die Templer zu verkaufen. Man kann auch wirklich keinem mehr trauen. Ich hatte den Klöppel da noch rausgeschnitten. Ich kann doch gar nicht mehr. Robert! Aus der Zone entkommen und anonym werden. Ich tue, was ich kann. Ihr kriegt mich nie. Wir können echt mal aufhören, mitten so, mitten drin zu spawnen. Ja, schon wieder. Lass den Mist.
Das ist doch Cheaten, wenn die einfach mittendrin spawnen. Help me, damn it. Ich werde dir gleich helfen. So, ich bin ja anonym. Das war wieder riskant, aber er war der Einzige hier, deswegen habe ich es mir mal erlaubt. Oh, außerdem, also ich wusste das. Ich habe das da vorne jetzt gerade erst gesehen, aber ich wusste natürlich auch vorher, dass die hier in das Heu reinstechen würden und damit hätten sie mich verletzen können. Aber nein, sag ich. Nichts gibt's. Hast ihn wieder verloren, was? Hi. Roberts ist ein Teufel mit sehr fragwürdigen Umgangsformen. Dann habe ich heute zwei Männer verloren. Also, wie heißt du wirklich, Mädchen? Mary Reed, für meine Mom. Und auch für meine Freunde. Aber kein Wort zu irgendjemand. Sonst entmanne ich dich auch noch. Weißt du, deine Tarnung ist nicht so schwer zu durchschauen. Meine eigene übrigens auch nicht, wenn ich ständig mit so einer gruseligen Kapuze da Scharfschüsse mit Schlafpfeilen betäuben. Was soll das denn? Mit Berserkerpfeilen auf Grobiane schießen? Hm. Wieso mit Schlafpfeilen? Da schlafen die kurz ein. Wenn da zwei auf dem Turm stehen, dann mache ich den einen zum Berserker und dann habe ich gleich zwei ausgeschaltet und zwar dauerhaft. Das ist doch Schwachfug, ist das doch. So, schön, schön, schön. Wo will es denn weitergehen? Ah, erstmal habe ich keine direkte Direktive wieder, wie es aussieht. Dann glaube ich, ich kümmere mich einfach nochmal wieder um die Aussichtspunkte hier. Dass ich Kingston soweit auch mal geklärt kriege. Und irgendwann in den nächsten Folgen werde ich auch mal tatsächlich... Ach, hier geht es nachher weiter. In Nassau, okay. Werde ich in Angriff nehmen. Mache ich vielleicht dann in der nächsten Folge direkt. Dass ich doch mal ein paar von diesen Festungen hier ausschalte. Weil von diesen Festungen gehen immer diese rot kontrollierten Gebiete aus, in denen dann Schiffe patrouillieren, die auf der Jagd nach mir sind. Und das macht natürlich alles von A nach B zu kommen irgendwie schwieriger. Und deswegen werde ich mal so ein paar von denen ausschalten, weil wenn die dann weg sind, dann kann ich da nämlich ganz in Ruhe rumschippern und ein Schiff überfallen. Und ich mag meine Ruhe. Aber erstmal klettere ich hier noch auf so ein paar Dinge drauf, glaube ich. Fangen wir mal hier an. Was soll's. Markierung gesetzt. Hier kommen wir noch an so einer Truhe vorbei, ist ja auch ganz praktisch. Runter mit dir! Nicht auf das nächste Fass drauf, einfach hier runter. Nee, das kann er da wieder nicht, meine Güte! Er kann sich echt nicht entscheiden, wo er hochkraxeln kann und wo nicht. Was für ein Ziel? Ich will kein Lagerhaus, ist mir gerade egal. Komme ich sicher auch irgendwann mal wieder zu. Aber jetzt gerade möchte ich eigentlich einfach nur...
über so ein paar Dächer klettern. Ich habe gerade kein Interesse daran, schon wieder irgendwelche Alarme zu umschleichen. So, hier kann es weitergehen. Upp. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Verzeihung, die Herren, wollte ich nicht stören. Oh, ich wollte in die Richtung. Was sollte das jetzt wieder? Das ist aber kein Sperrgebiet hier, oder? Hier darf ich rein. Ja, ja, nee, ja. Ich denke doch. Hoppala. Um Gottes Willen, wo ist das Ding denn? Ah, okay, mal wieder auf Kirchturm. Gut, gut. Der meckert sonst wieder, wenn ich da oben rumkratze, weißt du? Sehen. Und nicht mir noch schnell Beweise. Na? Und jetzt können wir noch schnell, wie es so meine Art ist. Den Turm. Und einmal so, du guckst genau vor die Wand. Ich glaube nicht, dass du so viel erkennst oder so viel von der Landschaft damit kriegst. Naja, muss ja irgendwie jeder für sich selber wissen. Und einen haben wir noch, ne? Da oben. Führt es mich hier hin? Ich bin ein bisschen höher gelegen. Schön, schön. Aber es sieht auch wieder nach so einem Sperrgebiet aus, irgendwie. Ich will kein Ziel identifizieren. Zielfixierung kotzt mich an. Einfach nur ein bisschen die Aussicht genießen. Warum kletterst du jetzt nicht höher? Meine Güte. Nee, ihr merkt es schon. Ich werde gleich, wenn ich die Aussichtspunkte alle habe, werde ich die Aufnahme beenden. Ich bin echt zu sehr frustriert gerade davon, dass er irgendwie nie das tut, was ich
was ich gerne möchte, dass er das tut. Zum Beispiel, dass er jetzt nicht weiterklettert. So, rauf mit dir. So, ich habe hier 7 von 9 synchronisiert. Wo sind denn noch mehr davon? Ich sehe da nichts mehr. Ha? Naja, dann entscheide ich hiermit für mich. Nix, ich habe alles synchronisiert. Und das soll mir reichen. Okay. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann bringe ich auch ein klein bisschen mehr Geduld wieder mit. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer gute Winde. Cheers!